Jo Leute, zurück bei Red Faction Armageddon und wir gucken mal, wie es weitergeht. Also ich habe jetzt ein bisschen die Grafik runtergestellt, minimal aber auch nur. Und ich muss sagen, erstens sehe ich keinen Unterschied und zweitens merke ich auch keinen Unterschied, was die Frames angeht. Also hätte ich auch eigentlich dabei lassen können. Vielleicht stelle ich das jetzt nochmal um. Ich meine, ich sehe jetzt keinen Unterschied, muss man mal so sagen. Vielleicht jetzt, wenn man ein bisschen was in die Luft jagt oder so, aber eigentlich nicht. Ich weiß, wo ich lang muss, gelber Pfeil. Aber, naja, trotzdem nett. Obwohl, nee, Moment. Von da komme ich doch. Ach so, ich soll hier hin. Ah, geil. Ich habe die Reparaturfähigkeit freigeschaltet. Das scheint jetzt hier sowas zu sein. Das ist auf jeden Fall neu. Das ging vorher nicht. Wir können jetzt auch alles, was wir so gesehen kaputt gemacht haben, wiederholen. Wiederholen. Auch geile Betonung, oder? Können wir uns wiederholen, indem wir das reparieren. Ich weiß allerdings nicht, wie oft oder sonst was. Kann ich den Kopf wiederherstellen? Nein. Oder wie lange wir sowas machen können. Also ich glaube, da gibt es auch keine bestimmte Zeit oder so, die da abläuft. Soll ich einfach mal ein bisschen testen? Wir haben ja Zeit, komm, was soll's. Und Feuer. Und jetzt will ich mal wissen, ob das funktioniert. Tatsächlich. Das ist ja geil. Also, das ist echt cool, dass man dann die Sachen wieder so herholen kann, wie sie waren. Oh, da fallen mir schon ein paar Sachen ein mit Explosivfässern. Aber ich glaube, die kann man wohl kaum wieder herholen. Katzi? Run, sagt er. Oh, oh. Scheiße, ich sollte vielleicht tatsächlich rennen. Oh, 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 oh. Und überall liegen Kopflose. Fuck. Scheiße, scheiße. Warum kann denn der da nicht raufspringen? Das ist doch ein Würstchen, der Typ. Also. Oh, scheiße. Habe ich dem Schaden gemacht mit dem Abballern? Hab ich das da tatsächlich gemacht? Ja, tatsächlich. Ah, okay, ich verstehe. Wir müssen also gegen den kämpfen. Feuer. Ja, das hat schon nicht schlecht reingehauen. Und nochmal und weg. Oh, er sprintet nicht, wenn man... Geh weg. Fuck. Geh... Nein. Epic. Epischer Sprung beiseite. Okay, das hat... Alter, geh weg. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn los mit dir? Beiseite, Scout Walker. Aber ich muss sagen, so krass ist der jetzt auch nicht. Also, Bartz, da ist er am Brennen. Geil wäre, wenn wir den jetzt reparieren könnten. Können wir nicht, wir können aber die Kisten. Ey, das ist ja... wenn man so überlegt, man kann ja theoretisch dann auch immer wieder Deckung damit aufbauen. Ja, richtig geil. Ja, ist das taktisch. Ist ja fast schon ein bisschen zu taktisch für mich. Drücken wir mal E. This door leads to the core? Affirmative. What is the plan once we are inside? Pray we aren't too late. Impact is online. Es war jetzt auch eine ganz geile Fähigkeit, muss ich sagen. Also diese ganzen Fähigkeiten sind auch neu. Also was heißt Fähigkeiten? Das ist ja wahrscheinlich eher sowas, so ein Tool, was der mit seinem Armzeugs da machen kann. Aber Schnieke, sagt man. Nein, sagt man gar nicht mehr, das ist so alt. Aber egal, es ist auf jeden Fall bockig. Achso, hier soll ich das wieder machen. Wie weit geht denn das? Geht das auch hier durch? Das muss ich jetzt ausprobieren.
Und ab geht er. Oh, wie weit. Geil, Alter. Was ist das hier? Kann ich nichts machen? Nee. Munition haben wir voll. Geh weg. Oh, hier sind Gegner. Ja. Voll. Also die KI ist auch im letzten Teil nicht wirklich gut gewesen. Die... Ich meine, ich breche alles auf und das kümmert die gar nicht. Also, ne, das spricht für sich. Bats, Abflug. Aber wir hatten auch... Ja, genau, wir hatten auch noch so einen Schlag. Alter, hier explodiert schon wieder alles. Herrlich, Mann, herrlich. Da oben liegt was anders, wenn ich rankomme. Bats. Ah, okay, das hat die jetzt aber... Doch, das hat die getroffen, weil ich das dahinter in die Luft gejagt habe. Geil. Das macht Laune, Leute. Also mal ernsthaft, ich meine... Also, gibt's was Geileres, als alles kaputt zu machen? Das hört sich jetzt sehr doof und zerstörerisch an, aber es ist doch im Grunde so. Mal ernsthaft, was wünscht man sich in Call of Duty? Mehr kaputt zu machen. Was wünscht man sich in Battlefield? Noch mehr kaputt zu machen. Also, das ist doch... Das ist so Hammer. Bam. Kann man denn auch... Ja, okay, das bringt nichts. Hier ist jetzt nicht so viel passiert. Ich bin mal gespannt, ob wir mit dem Barmetall oder wie das heißt, wieder Sachen kaufen können. So war es nämlich vorher. Da konnte man sich dann Waffen kaufen. Ich frage mich, ob man hier jetzt vielleicht dann, weil man hier eher so auf sich allein gestellt ist, wie es ausschaut, jedenfalls bis jetzt. Und explodiert das? Jo, explodiert, okay. Und deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich so was bringt. Vielleicht kann man sich ja aufrüsten. Das wäre geil. Da sind schon mal Gegner. Ich gehe aber ganz gemütlich erstmal hier hin. Tschüss. Also die halten... Alter, ist der geflogen. Die halten aber auch voll viel aus, finde ich. Also den kannst du echt ein paar Mal in den Kopf ballern und dann leben die immer noch. Das finde ich persönlich jetzt nicht so geil. Was ist das? Achso, das hier können wir abspielen. Bam! Alter! Den hat's doch jetzt nicht zerrissen, oder? Doch, den hat's zerrissen. Ist ja auch fett. Oh, oh, oh. Falsche Waffe ausgewählt, aber durchschlagskräftig, kann man nichts sagen. Hä, von wo denn? Mich hat gerade einer abgeballert. Von unten. Da vorne ist noch einer. Okay, der scheint kaputt zu sein. Gucken wir uns mal hier noch um. Geht das? Das geht. Ach, warum frage ich eigentlich? Das ist Red Faction. Natürlich geht das kaputt. Also eigentlich müsste man in diesem Spiel gucken, was nicht kaputt geht. Herrlich. Ach ja. Kann ich das hier kaputt machen? Tatsächlich. Ey, wie krass, der. Aber schade, da kann man nicht durchgehen. In 1 war es tatsächlich so, da konnte man... Nee, das bringt nichts. Da konnte man tatsächlich von einem Punkt mit dem Raketenwerfer anfangen sich... Alter, sind die massakriert. Konnte man anfangen, sich da den Weg reinzuschießen oder was? Also reinzuballern. Und es war dann tatsächlich so, dass man sich ewig weiter buddeln konnte. Also, das ist wirklich hammerhart. Nein, komm, mach. Lieber aus dem Weg gehen. Wenn hier schon alles stirbt, dann müssen wir nicht auch noch drauf gehen. Ach, scheiße. Nimm den Hammer auf Entfernung. Genau, Heck oder was?
nehme an, das hat nichts gebracht, ja. Also vielleicht kann man ja von dem Ding noch die Reichweite verbessern. Das wäre auch richtig geil. Okay, jagen wir mal ein bisschen was in die Luft. Ich hole mir das mal lieber wieder, nicht, dass ich da runterfall. Und ich muss ein bisschen auf mein Leben aufpassen, weil das sinkt ziemlich schnell. Aber so, dass man es nicht wirklich merkt. Und tschüss. Also man fühlt sich so ein bisschen tatsächlich wie ein Jedi, muss ich sagen. Also so dieser Machtstoß. Übrigens, Jedi hier, wenn wir schon dabei sind. Ich werde auch mal, ich weiß nicht wann, aber irgendwann habe ich ja sogar mal angefangen, Star Wars mal Let's Playen. Drei verschiedene. Beziehungsweise insgesamt sind es sogar mehr, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, mal schauen, wie das dann letzten Endes ankommt. Kann ich das nicht in die Luft jagen? Hier ist noch irgendwo einer. Ah, der ist unter mir, kann das sein? Da ist er. Das ist auch geil. Also, wenn man überlegt, man steht so über dem Gegner, der weiß vielleicht gar nicht, dass man da ist. Und bam, man schießt dem das Teil so um die Ohren. Das ist auch geil. Ah, von wegen, das geht nicht kaputt. Hier ist noch ein Tor. Au, das muss ich, glaube ich, reparieren. Ja, das muss ich reparieren. Ach, ich musste diese ganzen drei Teile gar nicht kaputt machen. Wow, nein, scheiße. Egal, dann mache ich das von hier. Sollte doch auch gehen, oder? Ja. Oh, hier haben wir auch noch unten jede Menge Zeug. Na, geh rauf. Wirklich schönes Spiel bis jetzt. Gefällt mir gut. Also ich muss sagen, was ich gehört habe, fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so berauschend. Also die Meinungen waren ziemlich gespalten. Auch allgemein so, das ist kein Red Faction und so. Aber bis jetzt, finde ich, kommt das Red Faction Feeling schon gut rüber. Also gerade mit diesem Reparieren und alles. Also das ist ein sehr, sehr geiles Feature. Und es ermöglicht einem noch mehr Möglichkeiten. Ich bin wirklich gespannt. Also, ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit wenig schlechte Spiele tatsächlich gespielt, muss ich sagen. Also, ich habe natürlich das eine oder andere Spiel gespielt, was mir jetzt nicht so gefallen hat. Aber es war selbst dann nicht wirklich schlecht vom Alter, vom Spielerischen her. Das Problem war halt meistens dann irgendwie zum Beispiel Ghosts. Also das kannst du auf dem PC nicht spielen. Das ist eigentlich ein gutes Call of Duty, aber erstens kann man es auf dem PC nicht spielen und auf Konsole kann man es mittlerweile wegen den Leuten nicht mehr spielen. Also es macht eigentlich gar keinen Spaß. Und außerdem, wenn ich sehe, dass bei Call of Duty nur irgendwie gerade mal 1000 Leute on sind, frage ich mich auch, wo sind wir auf der Wii U? Also, naja. Ist dann schon manchmal ziemlich enttäuschend, aber who cares? Ich sollte vielleicht den Weg, den ich kaputt gemacht habe, wieder reparieren, damit ich da hochklettern kann. Okay, jetzt komme ich auf jeden Fall schon mal hier lang. Wie viele Minuten? 13, laut meiner Uhr hier. Oh. Abflug. So. Ist der da oben noch nicht down? Jetzt hat er sich selbst getötet, Trottel. Okay. Also, ich finde auch, das spielt sich mal wieder recht gut, auch ohne Controller. Ich habe erst tatsächlich überlegt, ob ich mir vielleicht einen Controller anschließe, weil ich jetzt die letzten Spiele eher mit Controller gespielt habe, weil die Steuerung war echt grottig bei manchen Spielen. Aber, ja, jetzt geht's. Warum habe ich jetzt keinen Untertitel? Kann mir das mal jemand verraten? Also, wartet mal, ich guck mal gerade nach hier. Was ist denn da los? Schwierigkeit, normal, Audio, da müsste es doch sein, oder? Sprachchat-Modus brauche ich eigentlich nicht. Ich mache das hier mal einen Ticken runter. Oh, ich hasse sowas. Ich mag eher, wenn die Lautstärke so in 10er-Schritten runtergeht. Dann mache ich das auch noch runter. Untertitel. Okay.
Scheint alles an zu sein. Dann sind die Dinger wohl nicht mit Untertitel. Oder das wurde gerade gar nicht abgespielt. Doch, wurde es. Okay, was soll's. Wir speichern erstmal. Hier Benutzerspielstand wählen. Da. Speichern. Und dann würde ich auch sagen, haut rein. Bis zum nächsten Part und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Klick jetzt auf den Fernseher, um mein letztes Video zu sehen.